Hallo, heute am Samstag, den 9. Dezember, haben wir es genau wie gestern schon mit einem Wiederholungstäter zu tun, nämlich mit einem Bier oder einer Brauerei, eher einer Brauerei, die letztes Jahr schon vertreten war, nämlich die Brauerei Köhn aus oder in der Nähe von Ronse. Da sind wir in Westflandern und dieses Jahr haben wir das Triple Saison. Letztes Jahr war das Köhn-Brönn und dieses Jahr das Triple Saison. Die Brauerei Köhn, die hat es mir echt so ein bisschen angetan, vor allem durch den ersten Kontakt im letzten Jahr, wo Gerd Köhnen, der Brauer und auch Besitzer der Brauerei, mir ganz viele tolle Sachen erzählt hat, wie zum Beispiel, dass er als Kind jahrelang nach Büllingen in den Urlaub kam, Campingurlaub machen kam, mit der ganzen Familie. Bis vor 2, 3 Jahren hatten sie noch ihren Campingwagen hier. Er war jetzt diesen Sommer noch ich glaube, in Atzerath mit einer Truppe Freunde, um eine ausgedehnte Fahrradtour zu machen. Und so ist der Kontakt eigentlich geblieben. Und da war es auch klar, dass er dieses Jahr wieder dabei ist in meinem Adventskalender. Und eben dieses Jahr mit einem von seinen zwei Basisbieren, das Bräun ist eins davon, und eben das Triple Saison, das bei De Graal gebraut wird in einer größeren Menge, denn zu Hause kann er nur 200 Liter brauen. Dort braut er dann seinen Café Noir und Spezial Kraut und dann hat er noch ein Bräun, das geoakt wird, also in Eichenfässern gelagert wird und seine Spezialversion von dem Blonden, glaube ich, da macht er eine Grünhopfenversion, also mit seinem eigenen angebauten Hopfen, dass er mittlerweile hat er sich ein Hopfenfeld zugelegt, einen kleinen, und dort benutzt er dann, diese Hopfen benutzt er dann für seine Spezialversion einmal im Jahr im September. Wenn man da in der Ecke ist, jeden Samstagnachmittag kann man da hin, quasi der Brauereiverkauf ist dann geöffnet und seine Frau Libilia, die hat mittlerweile mit dem Töpfern angefangen. Sehr, sehr tolle Produkte, sehr tolle Sachen. Ich habe die beiden, also die Brauerei und auch Libilia, mal verlinkt. Wer also da in der Ecke ist, der kann sich dann auch mit Töpfersachen eindecken. Sehr schöne Sachen dabei. Libilia, sie dann sieht oder auch vielleicht auch mal hört in dem Interview, kommt dir vielleicht bekannt vor. Sie war früher mal bei Studio Brüssel Moderatorin. Gerd hat auch sehr viel mit Musik zu tun. Er ist eigentlich, lehrt er Musik an mehreren Universitäten in Flandern, hat auch schon zwei Bücher geschrieben über die Musik, unter anderem die Musik in Flandern und ist da auf jeden Fall auch sehr aktiv, war früher in mehreren Bands aktiv und ist eben jetzt zeitgleich auch noch Brauer. Wir schauen dann mal hier, was wir heute haben. Ein Triple Saison, wie der Name schon sagt. So ein bisschen ein Hybrid, eine Mischung aus beiden Stilen. Ein Saison kommt eigentlich aus dem Hennegau, wurde früher gebraut für die Helfer auf den Feldern und ist mittlerweile eben ein doch recht bekannter Stil, der auch anderswo gebraut wird, aber ursprünglich eben aus dem Hennegau und zeichnet sich eigentlich durch seine leichte Art aus und eben so eine leichte Bittere und eben so ein bisschen das Trockene, ein bisschen das trockene Gefühl im Mund. Und hier, da riecht man schon so ein bisschen das Hopfige. Und der hopfige Geschmack kommt auf jeden Fall gut durch. Das trockene Gefühl auf der Zunge setzt direkt ein. Hat so eine leichte Säure. Bisschen fruchtig ist auch. So Zitrus-Aprikose. Also wer schon mal ein Saison getrunken hat oder vielleicht mal das vergleichen möchte, Saison Dupont ist eigentlich so das am weitesten verbreitete. Ist auch so das Bier, was als Standard gilt in Sachen Saison. Hier hat man dann eben nochmal das Triple-typische, eher süße, stärkere. Wir haben hier, glaube ich, 7,5%. Ja. Das geht dann schon eher in Richtung Triple. Und Saison hat meistens so um die 6%. Jeden Fall sehr süffig und auch durch das Trockene, leichte Säure, sehr erfrischendes Bier. Dazu passen, wie Gerd selber auch mir gesagt hat, am besten Meeresfrüchte. Ich habe dann in der Einkaufsempfehlung mal Garnelenkroketten mit reingenommen.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Bier heute am Samstag und morgen. Am Sonntag kommen wir schon zum 10. Türchen. Und wer noch nichts vorhat oder wer was vorhat, der kommt auf jeden Fall morgen rechts zum Weihnachtsmarkt am Stivel. Ich bin da mit meinem Glühbier und werde auch noch einige andere Sorten dabei haben. Vielleicht sieht man sich morgen und sonst eben zum Video morgen wieder. Und noch viel Spaß mit dem Könbier. Prost!